Was hat Sie denn dazu bewogen, sich zu engagieren, da dabei zu sein bei der P3-Klinik? Was hat Sie überzeugt? Ja gut, ich suche ja immer nach Möglichkeiten, irgendwie zu helfen, ne, weil mein Leben, das ist wie im Traum abgelaufen. Ich hatte viel, viel Glück in meinem Leben und wie ich meinen Lebensweg gegangen bin. Und insofern, ja, ist es für mich ein Bedürfnis, auch etwas zurückzugeben. Ich unterstütze natürlich auch Stiftungen, dann benachteiligte Kinder auf ihrem Weg in diese Welt. Aber jetzt bei so einem Projekt, wo man kranken Menschen helfen kann, bin ich einfach dankbar, dass ich da mitmachen darf, dass ich mitmachen kann und dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass es Menschen wieder besser geht.